Mäßigen Erfolg für die Veranstalter hat die erste Kundgebung der islamfeindlichen Pegida-Bewegung gebracht. Laut Polizeiangaben haben sich rund 350 Pegida-Aktivisten in der Wiener Innenstadt gestern versammelt. Darunter waren auch einige polizeibekannte Fußball-Hooligans und Neonazis. Ermittlungen wegen Wiederbetätigung wurden eingeleitet. Gegen die Pegida-Aufmärsche in Dresden mit bis zu 20.000 Teilnehmern hatte die gestrige Kundgebung der Pegida Wien geradezu lächerliche Ausmaße. Nur 500 Islamgegner versammelten sich auf der Freiung, während 5.000 Anti-Pegida-Demonstranten zum Stephansplatz zogen. Einige schafften es auch zur Freiung und hinderten die Pegida am Losmarschieren. Dass Pegida immer wieder auch ein Sammelplatz für Rechtsradikale und Neonazis ist, zeigt sich auch in Wien. Mehrmals wurde der Hitlergruß gezeigt, dazu Heil Hitler skandiert. Die Polizei ermittelt wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Ich möchte eines gleich unmissverständlich sagen. Null Verständnis, null Toleranz für Nazi-Wiederbetätigung. Sollten sich die Ermittlungen der Polizei erhärten, könnte es sein, dass künftige Kundgebungen der Pegida in Österreich wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz untersagt werden.